Dann muss ich es halt nochmal neu machen. Hi, schön, dass ihr da seid. Die letzten beiden Raids sind nicht so gut gelaufen. Einmal mit einer Pistole draufgegangen und einmal mit einer besseren Ausrüstung. Jetzt gehe ich als Scav rein auf Interchange, bisschen Geld sammeln. So, Scav Run auf Interchange. Mit, glaube ich, einer ganz coolen Waffe. Das Scope passt, ja. Sieht nett aus. Ich hoffe, dass ich mir ein bisschen Loot organisieren kann, um den Hideout aufzuleveln. Auf der Map verlaufe ich mich regelmäßig. Killer jagen. Das machen wir mal noch nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, im Oli finde ich so Zeug, mit dem ich den Hideout leveln kann. So, jetzt bin ich als Scav drin. Ich finde es als Scav wahnsinnig schwer, die PMC-Bots von den Scav-Bots zu unterscheiden. Sogar einen großen Rucksack. Bist du jetzt ein... Du bist Killer. Alter, warum ist Killer hier? Schießt der auf mich? Anscheinend nicht. LOL. Da wird's im Chat gecallt und dann steht Killer hier. Glaubst du ja nicht. Ich glaube, ich guck mal, ob ich auch eine Grafikkarte finde. Das wäre natürlich nice, wenn ich jetzt schon eine bekomme. Sieht schlecht aus. So, wo müsste mein Ausgang sein? Jetzt geht's los. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt bin ich auf der Map relativ lost. Ah, wie komme ich denn hier noch mal raus? Ja, da hinten. Yes, Sir. So, ich hätte den liebend gern. Liebend gern noch einen PMC erwischt. Ihr seid PMCs. Oder? Ihr seht aus wie PMCs. Ja. Sehr gut. Jetzt wird's wild. Jetzt muss ich irgendwie schauen, was ich mitnehme. Das sieht erstmal gut aus. Gnadenlos überladen. Aber egal. Nicht gierig werden. Passt. Alles easy. Geh mal raus. Das war gut. Nice. Im letzten Lauf bin ich als Scav einmal durch Interchange gerannt und habe mir eine Waffe organisiert von PMC-Bots. Die nehme ich jetzt mit auf Ground Zero und versuche da die restlichen Quests abzuschließen. Ich will nämlich auf andere Maps, aber will auf jeden Fall die Quests mitnehmen. Wir schauen mal, wie es diesmal läuft. Die letzten beiden sind ja nicht so gut gelaufen. Zweimal draufgegangen als PMC. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Ich habe ein Blumenbeet angelegt.
die Grasnarbe abgetragen und dann kommen ein paar Steine außenrum, dass man besser drüber Rasen mähen kann und habe dann Erde draufgepackt und Blumensamen ausgesät, so Wildblumen, die einfach jedes Jahr neu kommen und sich selber aussäen quasi. Ja, und zuerst haben sich so ein paar Vögelchen haben sich gedacht, hey, die Erde ist super zum sich im Dreck baden. So, das war auch ganz nett anzuschauen und so, kein Thema. Und irgendwann meinte eine verdammte Katze, sie müsste das zu ihrem Katzenklo erklären. Unser von mir frisch angelegtes Blumenbeet. Ja, die ist da schon dreimal reingekackt. Und jetzt regnet es seit Tagen und die letzte Kacke, die da liegt, die ist jetzt schon seit 2 Tagen, weil keiner sich raustraut aus dem Haus, liegt diese Scheiße da in diesem Beet und das ist mehr oder weniger vor unserem Wohnzimmerfenster. Und jedes Mal, wenn du da rauskommst, siehst du diese Katzenkacke da drin. Ach, es ist zum Kotzen, ey. Dann haben wir schon im Baumarkt geguckt, ob wir irgendwo so eine Pflanze herkriegen. Es gibt wohl Pflanzen, die Katzen nicht so mögen und mit denen kann man die dann vertreiben. Aber da waren dann keine da. Oh. Erst dachte ich ja, das wäre ein Vogel. Weil das so aussah, als wäre ein Vogel abgehoben mit den Flügeln so in die Erde rein, beim Losfliegen irgendwie und hat die Erde da so ein bisschen zusammengescharrt. Und hab's das erste Mal einfach runtergeklopft. Die Erde so ein bisschen wieder verteilt und runtergeklopft. Und beim zweiten Mal denke ich so, jetzt ist dieser Vogel da schon wieder und hat dieses Häufchen da irgendwie gemacht, beim sich im Dreck baden oder was, keine Ahnung. Und lang mit der Hand da rein, mit den bloßen Fingern, weil ich gedacht habe, ja, ich verteile halt die Erde da einfach. Den Rest brauche ich, glaube ich, nicht ausführen. Oh. Ekelhaft. Ja, und das dritte Mal hat die Katze ihre Scheiße nicht mal mehr richtig verbuddelt. Die lag da so halboffen da und ist jetzt durch den ganzen Regen schön aufgeweicht. Mit so einem Scheiß muss man sich rumschlagen. Ich bin überhaupt kein Freund von Katzen. Und einen toten Vogel hat sie uns vors Blumenbeet gelegt. Ja, da kommt jetzt dann so eine Pflanze rein, die Katzen vertreibt und hoffentlich hat sie dann keinen Bock mehr dahin zu kommen. Aber wenn ich die erwische, ne? Ey, wenn jemand zu Hause eine Katze hat und die in der Wohnung bleibt und ihr euch um den Dreck, den die Katze macht, einfach selber kümmern müsst. Von mir aus. Kein Problem. Aber diese Scheißviecher, die draußen rumrennen, überall hinkacken, da interessiert sich kein Mensch dafür, die Kacke wegzumachen. Beim Hund musst du hinterherlaufen mit der Tüte. Aber deine Katze, die kann hinkacken, wo sie will. Geht nicht klar. Wenn du dir eine Hauskatze anschaffst, dann behalt sie wenigstens im Haus. Die tötet die schönen Singvögel, wenn die draußen unterwegs ist. Die macht Dreck. Ärgert andere Leute. Als wir hier Baustelle hatten, ist mal eine rein ins Haus. Also das ist kein Neubau oder so, sondern es wurde halt renoviert. Und die ist dann ja reingekommen und nach oben gerannt und ich hab sie reinhuschen sehen und bin hinterher und wollte sie schnappen und rauswerfen. Und die hat dann so Panik bekommen, dass sie aus dem Fenster gehüpft ist. Ah, das war auch super. Oh Mann. Ah, diese Katze mit einem Yeet aus dem Fenster. Und dann haben wir hier eine in der Umgebung, die kommt ab und zu einfach mal so ins Haus rein. Wenn wir nicht aufpassen, dass die Terrassentür zu ist, die kommt einfach rein und guckt sich um. Schaut, was hier so los ist. Ich bin jetzt gespannt auf diese Waffe. Die ist nicht mehr ganz frisch. Ich will 3 Quests abschließen. Ich weiß, wo alles ist. Ich weiß, wo ich hin muss. Let's go. Ah, wenigstens kein schlechtes Wetter. Wo bin ich? Ah, hier. Okay. Ich weiß, wo ich bin. Da ich nicht weiß, wo diese Aufnahme landet, das ist immer noch der Aufnahmetag
zudem der Fehler nicht gefixt ist. Kann ich hier nicht vaulten? Lol. Das, der Lag in der Aufnahme dürfte noch vorhanden sein. Leider, leider. Ich werde es fixen. Irgendwann finde ich eine Lösung. Ich kann nur nicht sagen, wie lang es dauert. Wow! No, 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 no. Nein, 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 nein. Das machen wir mal nicht. Wow, Alter, was ist das? Sind das PMC-Bots? Ich glaube fast nicht. Gibt es hier einen Boss auf der Map? Ich glaube, es gibt einen Boss, ne? Also der muss ja... Der muss ja da hinten... Bist du das gewesen? Alter! Ich glaube, er war's. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, er ist weg, ne? Wow! Was ist hier los? Ich will doch nur die Quests abschließen! Hier habe ich ihn wen quasseln hören. Wow. Stirb! So. Haben wir jetzt Ruhe? Sehen nicht. Irgendwo hier quasselt noch einer. Was war denn das?
Was ist hier los? Meine Güte. Ja, schon wieder jemand rufen. Das war ein bisschen viel Munition für den einen Boy. Alter, wo denn? Da hinten, ich habe ihn gesehen. Den ich vorhin schon nicht ausmachen konnte, der ist jetzt dort. So, wo bist du? Haben wir noch irgendwas rechts hier? Erstmal nicht. Ich sehe ihn nicht. Und den rechts auch nicht. Ich bin etwas aufgeschmissen. Ich weiß gerade nicht so richtig, wohin mit mir. Versuche aber irgendwie hier rüber zu kommen. Wo geht's hier nochmal hoch? Hier. Nee, hier nicht. Hier komme ich nicht hoch. Ah, Leute. Oh, hat der mich erschreckt? Ich will deine Shotgun haben. Für den Nahkampf. Keine Ahnung, ob die Munition irgendwas taugt. Das wollte ich machen. Ist das ätzend?
hier ist das Maschinengewehr. Finally. So, jetzt muss ich noch mal nach da hinten rein. Cola. Was bist du für eine Kiste? Medizinische Versorgungskiste nehme ich natürlich gerne mit. Vor allem, weil ich... Oh ja, das ist gut. Das brauche ich für das Upgrade. Jetzt habe ich schon echt viel Munition dabei und trotzdem zu wenig. Damit habe ich nicht gerechnet. Technische Versorgungskiste, ja. Schauen wir mal. Zange und Zündkerze. Eine Lootkiste. Was haben wir hier so? Ein Kühler nehme ich. Ich muss hier ein bisschen looten jetzt. Ich brauche Sachen für meinen Hideout. Nix drin. Boah, jetzt könnte ich hier diese einzelnen Dinger aufmachen, ne? Bin ich ja nicht der größte Freund von. Dauert ewig. Aber es kann manchmal was Geiles drin sein. Aber, naja, jetzt nicht. Gibt's, hier gibt's nur die eine Treppe mit dem Stacheldraht, oder wie? Ach, was soll ich damit? Weiß ich nicht. Geht hier noch? Naja, zumindest bin ich hier oben insoweit sicher, dass ich das höre, wenn da jemand hochkommt. Was ja sehr geschickt ist. Gucken wir einmal hier kurz durch. Ja, so ein paar Sachen nehme ich. Oh, was ist das? Kasse. UC-Kasse. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Muttern, jawohl. Die brauche ich für den Hideout. Nochmal eine Zündkerze. Und eine HDD. Und dann ist der Rucksack auch schon voll und damit verlassen wir das Gebäude und hoffentlich viele Schritte. Oh Mann. Scheiße. Ich hoffe, ich breche mir nichts. Okay, alles gut gegangen. Ist hier rechts ums Eck irgendwo.
Nee, ach komm! Ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Scheiße, die Munition war nix. War das jetzt wieder ein PMC, der zwischen Bots stand? Ah. Ja, war's. Ah, das gibt's doch nicht. Mann, ist das ärgerlich. Ich komm hier nicht voran. Ich hatte gehofft, dass ich so mit 2, 3 Raids einfach die ersten Quests hier schon fertig habe. Pustekuchen. Es ist härter, als ich dachte. Nun. Wir schauen, wie es im nächsten Raid läuft. Ich hoffe, ich kriege diese Quests irgendwann fertig. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.